Und warum das die beste Chance in deinem Leben sein kann, sage ich dir jetzt. Und zwar... Hallo meine Freunde, euer Coach hier, Cecil. Wenn dich der psychisch fertig macht und wenn du nicht realisierst, dass das eigentlich die beste Situation ist, die du in deinem Leben haben kannst, dann guck unbedingt das Video. Bis gleich. So, ein sehr, sehr wichtiges mentales Video heute. Ihr wisst ja, das Rad des Lebens. Wir versuchen in allen verschiedenen Bereichen uns so zu entwickeln, dass wir ein tolles Leben haben können. Es bringt nichts, wenn wir 1 Million im Monat verdienen, aber depressiv in der Ecke sitzen und vor den Zug springen. Genauso wenig bringt es was, wenn wir tolle Beziehungen haben, aber wir sind so unfit und krank, dass wir, keine Ahnung, ein Sauerstoffzelt brauchen, wenn wir in die erste Etage hochlaufen oder eine Diagnose haben, Krebs und nur noch einen Tag zu leben haben, das bringt dann auch nichts. Das heißt, das Rad des Lebens muss rund sein und heute geht es um das Mentale, weil das so wichtig ist. 2 Punkte, die wir besprechen. Einmal, was der für dich bedeutet, für deinen Kopf, wie du damit umgehen kannst. Und die zweite Sache, und deswegen musst du unbedingt bis zum Ende dranbleiben, warum das die beste Situation in deinem Leben überhaupt sein kann. Und bevor wir starten, unbedingt einmal den Like-Button rasieren, einmal abonnieren, einmal das Video am besten auch gleich teilen, wenn du es fertig geguckt hast, weil es ist so wichtig, dass wir dem Algorithmus ein bisschen helfen bei YouTube, dass ihr mich auch mal wieder findet. Auf jeden Fall starten wir jetzt direkt. Wir haben in dem Video, das verlinke ich dir auch nochmal, emotionale Freiheit schon besprochen, dass alles darauf ankommt, wie du Sachen siehst. Und schreib mir mal rein in die Kommentare unten, wenn der für dich das Beste ist, was passieren konnte, und schreib mal rein, warum. So, und dann werden die anderen Leute, die das nicht glauben, werden sehen, oh krass, ich denke zwar so, aber nicht jeder denkt so. Das heißt, egal was es ist, es kommt immer darauf an, wie denkst du das in deinem Gehirn? Überleg mal, du warst bestimmt schon mal verliebt. Warum? Weil die Person, keine Ahnung, über 1,50 ist oder über 1,70 ist oder dunkle Haare hatte, helle Haare, dunkle Augen. Ach so, bist du dann in alle verliebt, die über 1,80 oder 1,70 sind und dunkle Augen haben? Oder bist du dann mehr verliebt in jemand, der hübscher ist? So, verstehst du? Es ist ein Gefühl, es kommt darauf an, was du denkst. Du fühlst dich toll, wenn du umarmt wirst, wenn man dir sagt, oh, ich liebe dich. Oder wenn du geküsst wirst, dann fühlst du dich toll. Warum? Wegen dem Austausch von Spucke oder was? Also wenn jetzt zum Beispiel irgendjemand auf dich zukommt, ein, keine Ahnung, Obdachloser oder so, und dich einfach küsst, ohne dass du ihn kennst, fühlst du dich dann auch genauso geborgen, toll? Nein. Aber warum nicht? Es ist der gleiche Akt. Okay, weil du es verlinkst mit was anderem, weil dir das was sagt. Wenn irgendjemand kommt und küsst dich einfach, dann sagt dir das, Alter, was will der von mir, was ist los mit dem? Aber der Akt ist der gleiche. Du sagst dir, ja, das ist toll, dass der mich küsst, weil dann heißt es, dass der mich liebt und Fürsorge und hast nicht gesehen, diese ganzen Sachen. Beim Kampfsport zum Beispiel, wir machen Sparring, als ich noch in Hamburg gelebt habe, und prügeln uns und kriegen Schläge und bedanken uns nach dem Training, ey, danke, dass du mich geschlagen hast. Die Leute bedanken sich für Schläge, aber wenn jemand anders, der dich nicht kennt, einfach dich schlägt, dann sagt dein Gehirn dir, Alter, warum unterdrückt er mich hier, was soll das, ungerecht. Es kommt nicht auf den Schlag an, der kann genauso hart sein, es kann alles gleich sein. Okay, es ist immer im Leben das, was du dir sagst, was es ist. Immer. Okay, es sind immer externe Faktoren, die kommen auf uns zu und dann, was machen wir daraus? Werde ich geschlagen? Entweder ich bin traurig oder ich kriege eine Erektion. Manche kriegen eine Erektion, wenn sie gedemütigt werden. So, das heißt, es ist immer das, genau wie wir es in einem anderen Video auch schon beschrieben haben, was du daraus machst. Jemand mit einer Querschnittslähmung sagt zum Beispiel, ey, das ist das Beste, was mir passieren konnte, weil ich danach erst meine Frau kennengelernt habe und das Leben erst richtig genießen konnte, weil ich viel mehr von dem Leben wahrnehme jetzt nach dieser Querschnittslähmung. Das heißt, das ist ein so, so wichtiger Punkt. Und wie du die Situation siehst, ob du depressiv wirst, ob du schlecht gelaunt wirst und diese ganzen Sachen, oder ob du das als die Chance deines Lebens siehst, das kommt nur auf dich und dein Gehirn an. Und in den Kommentaren wirst du ja einige Kommentare wahrscheinlich lesen, die sagen, ja, das war die beste Situation für mich, weil das und das.
So, also es gibt immer Menschen, die anders über Sachen denken. Und das ist so powerful. Und überleg mal, sagen wir, dich regt das alles auf. Und du siehst, ein Mitarbeiter fährt immer alleine mit der Maske und du denkst, ey, wie dumm ist der denn? Wie dumm ist der? Und hast nicht gesehen. Und dann sprichst du mal mit dem, warum sitzt du alleine im Auto mit einer Maske? Willst du dich vor dir selbst schützen oder was ist los mit dir? Wie kann man so dumm sein? Und auf einmal sagt die Person mir, ja, hör mal zu, fängt an zu weinen. Du so, hä, wieso weint er denn jetzt? Fängt an zu weinen, sagt, ey, ich habe ein 2 Monate altes Baby zu Hause, ist mit einem Herzfehler 10 Wochen zu früh auf die Welt gekommen, hat schon eine Operation, ist fast gestorben, an den Herzklappen sind auch schon Probleme und hat die Operation gerade überlebt und ich will jedes noch so kleine Risiko irgendwie ausschließen und fängt voll an zu weinen. Was sagst du dann? Sagst du dann immer noch, du bist voll der Vollidiot? Oder sagst du, oh krass ey, ich verstehe das. Kannst du anders denken, auch wenn du die Situation objektiv anders siehst? Ja, natürlich. Du kannst auch sagen, hey, ich verstehe das, mach weiter. Auch wenn ich es objektiv anders sehe, habe ich voll Verständnis dafür. Das geht. Ich meine, du guckst einen Rambo-Film und freust dich, dass Rambo auf dem Weg aus dem Dschungel, keine Ahnung, 400 Familienväter umbringt. So, oh, geil, hat ihn umgebracht. Oh. So, da denkst du ja auch nicht objektiv, das war gut, dass er die jetzt alle umgebracht hat, sondern du denkst, du versetzt dich in seine Lage und fühlst mit. So, und so ist das mit allem. Das heißt, wie du die ganze Situation siehst, liegt an dir. Und warum das die beste Chance in deinem Leben sein kann, sage ich dir jetzt. Und zwar, es kann sein, und vielleicht siehst du es auch in den Kommentaren, dass du jetzt realisierst, boah, krass, ich muss nochmal über das ganze System, über alles, wie ich arbeite, über mein ganzes Leben nachdenken. Ich habe jetzt Zeit. Ich werde nicht abgelenkt, dass ich Netflix gucken muss und noch die Freunde treffen muss und einkaufen gehen muss und diese ganzen Sachen muss. Nein, ich kann mich hinsetzen. Ich kann mal drüber nachdenken, ob es vielleicht mehr gibt im Leben oder ob ich weiter in diesem Hamsterrad gefangen sein will oder ob ich da ausbrechen will. Möchte ich vielleicht diese 4 Punkte, die das Hamsterrad praktisch beinhalten, möchte ich diese 4 Punkte weitermachen? Möchte ich weiter meine Zeit gegen Geld tauschen? Möchte ich die Möglichkeit nicht haben, mein Business zu skalieren? Also kurzes Beispiel, ich habe es im anderen Video länger erklärt. Sagen wir mal, ich arbeite in irgendeiner Firma und kann vielleicht in 30 Jahren 10% mehr verdienen oder 20%. So, die Inflationsrate frisst das sowieso schon 1000-mal auf. Aber ich habe kein Business, wo ich wieder eine Kunde von mir Feuerzeuge verkaufe und ich das skalieren kann, also nicht 10 Feuerzeuge am Tag verkaufen kann, sondern 5000. So, da ist die Skalierfähigkeit da. Also möchte ich vielleicht ein Business aufbauen, wo ich meine Zeit nicht mehr gegen Geld tausche, wo ich skalieren kann, wo ich vielleicht ortsungebunden arbeiten kann, wo ich keine Termine mehr vordiktiert bekomme. Also habe ich jetzt die Chance, wenn ich sowieso viel Zeit zu Hause verbringe, habe ich die Chance jetzt, das zu nutzen, um über mein Leben nachzudenken. Um darüber nachzudenken, wie das Schulsystem zum Beispiel war. Habe ich im Schulsystem gelernt, dass 50% von uns einmal im Leben die Diagnose bekommen, Krebs? Habe ich da gelernt, wie schädlich Zucker ist oder über Gluten, Ernährung, Gesundheit oder so? Habe ich im Schulsystem irgendwann gelernt, wie ich frei werde, wie ich aus diesem Hamsterrad rauskomme, dass ich mein eigenes Business aufbaue, dass ich vielleicht sogar ein Online-Business aufbaue, was ich von überall auf der Welt machen kann? Habe ich was über den Finanzmarkt gelernt? Ford sagt, wenn die Menschen das Finanzsystem verstehen würden, hätten wir morgen früh eine Revolution. Habe ich gelernt, dass wenn ich 2012 2000 Euro in Bitcoin gesteckt hätte, dass ich jetzt 80 Millionen auf dem Konto hätte, habe ich das irgendwann mal gelernt. Und das Krasse ist, es gibt ja Leute, die glauben das nicht. Also das sind zum Beispiel Charts, das kann man überall nachlesen. Oder ich habe es im letzten Video schon erklärt, wenn ich 100 Euro vor 20 Jahren in Monster in die Firma gesteckt hätte, hätte ich jetzt 65.000. So, oder in Amazon, diese ganzen Sachen, ich habe das alles schon mal verlinkt. Und Menschen glauben das nicht. Habe ich das alles im Schulsystem gelernt? Habe ich in der Schule zum Beispiel gelernt, wie ich Stress reduziere oder wie zwischenmenschliche Beziehungen funktionieren? Ich meine, 50% der Ehen
Scheitern in den ersten 10 Jahren? Habe ich gelernt, wie man positive Beziehungen hat? Habe ich diese ganzen Sachen im Schulsystem gelernt? Und wenn es gelehrt wird, dann werdet ihr wahrscheinlich genau das Gegenteil von dem hören, was euch wirklich erfolgreich macht. Wahrscheinlich werdet ihr hören, ihr sollt 60% Zucker essen und Getreide. Und obwohl die Farmer wissen, wie man Tiere dick kriegt, nämlich mit Getreide, genau, sagen sie auf einmal, dass Menschen dadurch so gesund leben. Okay, Ansel Keys, die Studie damals, die 7-Länder-Studie, was eigentlich 27 Länder waren, wo er Geld geschmiert bekommen hat, könnt ihr alles mal googeln. Googelt das alles mal. Informiert auch euch. Auf jeden Fall, es kann die beste Situation für dich sein, weil du jetzt richtig lernen kannst und versuchen kannst, da auszubrechen und dein Wissen zu katapultieren, weil du jetzt nicht abgelenkt bist von draußen rumlaufen und Freunde treffen und dies und das, sondern du kannst dich wirklich darauf konzentrieren, wie du dein Leben verbesserst und katapultierst und wie du frei werden kannst und wie du dich aus dem System verabschieden kannst. Das heißt, es kann wirklich die beste Situation für dich sein. Okay? Und das ist das, wie man das auch sehen kann, und das ist das, wie es dich auf jeden Fall definitiv weiterbringen wird im Leben. Und guck auf jeden Fall die 4 kostenlosen Videos im Matrix-Prinzip. Da erkläre ich, wie ich aus diesem Hamsterrad ausgebrochen bin und wie du wirklich Stress reduzieren kannst, tolle Beziehungen haben kannst. Ich erkläre da alles. Guck die 4 Videos auf jeden Fall. Und dieses Verstehen von wegen, ah, ich glaube, Cecil hat recht, es kommt drauf an, wie ich das Ganze sehe, zu ich kann das wirklich umsetzen, das ist nochmal ein Schritt, den man lernen muss. Das ist ein Training. Aber das Wichtigste in diesem kurzen Video ist erstmal zu verstehen, ja, ich mache die verschiedenen Sachen in meinem Kopf. Und ich kann mein Leben in meinem Kopf verändern. Und da gibt es so viele Sachen draußen, über die ich recherchieren kann. Ich habe das in den letzten Videos. Ich kann über Krypto mich informieren. Ich kann den Finanzmarkt versuchen zu verstehen. Ich kann die kostenlosen Videos im Matrix-Prinzip gucken. Ich kann über alles recherchieren. Nutzt diese Zeit, okay? Das war das Video erstmal für heute. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Teile es gerne, unbedingt liken und die Glocke auf jeden Fall drücken. Und das war es erstmal für heute. Schreibt eure Wünsche aus dem Rad des Lebens unbedingt unten rein. Welche Bereiche im Leben wollt ihr mehr hören? Dann mache ich da Videos drüber. Das war es erstmal für heute. Bis dann, euer Coach Cecil.